Hat das hier irgendeine spezielle Rubrik oder einen Namen? Lass uns direkt einsteigen, hallo. Hallo. Frage. Hat das hier einen speziellen Namen oder denken wir uns spontan einen aus? Ja, es ist halt eine Runde mit, ein Monster, eine Jagd mit. Eine Jagd mit, auf eine Jagd. Auf eine Jagd mit Evolve. Evolve, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir spielen am allerletzten Tag, in den letzten verbliebenen Stunden, dann doch noch zum Glück Evolve in der Alpha. Die wurde ja für dieses Wochenende angekündigt auf allen großen drei Plattformen, PC, Xbox One und PS4. Wobei PS4 hat ja nicht geklappt. Das ist zumindest das, was wir alle lesen konnten. Ja, die hatten ja auch mit Drive Club und anderen Sachen schon Probleme. Ja, die haben auf jeden Fall diverse Probleme gehabt. Aber was ganz nett war, man konnte wohl diesen Key von der PlayStation 4 auch noch auf dem PC, also über Steam sozusagen, rüber retten. Das heißt, es haben sehr viele Leute weltweit Evolve gespielt, am PC und an der Xbox One. Und wir spielen jetzt ebenfalls die PC-Version. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, Simon, weil diese Alpha endet. Heute. Ja, und wir haben auch sehr lange aufgebaut, aber es hat sich hoffentlich gelohnt. Ein monsterartiger Hardwareaufbau und Aufwand, den wir hier betrieben haben. Wirklich, wenn ich sehen würde, das ist eigentlich, also die ganze hintere Teil des Raums besteht nur noch aus Kabeln. Das ist wie so ein riesiges Wollknäuel und wir sehen die Regie auch nicht mehr. Wir wissen auch nicht, ob die noch Luft kriegen. Möglicherweise. Ich weiß, kriegt ihr noch Luft? Ja, die hat... Sie haben nichts gesagt, was so viel bedeutet wie, ja klar, glaub, natürlich. Da hat was gezuckt, glaube ich, ja. dieses gelbe Kabel da hinten. Irgendwie zustecken sollen. Ja, aber sonst sah es nicht schön aus, Simon. Das ist ja auch wichtig. So. Wir müssen nämlich wie in einem Kokon, müssen wir jetzt schön spielen und uns konzentrieren auf dieses wahnsinnig tolle Spiel. Das fairste, unfairste Spiel aller Zeiten vermutlich. Ein Monster gegen vier Jäger. Was kann passieren? Was sind eigentlich wir? Haben wir uns? Wir sind beide Jäger. Wir müssen, weil wir halt zusammen als Freunde spielen, sind wir definitiv Jäger, weil dann kannst du, das geht ja nicht. Okay. Sonst wäre ja die Balance zerstört. Und das ganze Spiel kommt ja von Turtle Rock. Das sind die Leute hinter Left 4 Dead, hinter der Serie. Und das, was wir auf der Gamescom gespielt haben, hat eigentlich für mich hat es schon eigentlich alles getan. Für mich hat das schon überzeugt. Ja, ich bin auch. Ein Match gegen Uke mit euch hat gereicht und ich war verliebt. Nee, anders. Wie? Wir gegen Uke. Trotzdem haben wir alle zusammen eigentlich gespielt. Und es war auch... mach ruhig. Spaß gemacht. Genau, wir starten einfach schon mal das Spiel und suchen uns eine Partie. Ich glaube, er lädt erst noch mal eine Sekunde. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Und gespannt. Ich auch. Ich habe gestern Nacht, über Twitch habe ich mir ein paar Spiele angeguckt von irgendwelchen Leuten, die das halt jetzt übers Wochenende durchgenerdet haben. Ey, und das ist schon, ich bin wirklich gespannt auf das Balancing, weil was ich gestern gesehen habe, war ein Typ, der hat es halt drauf, sowohl als Monster als auch als Jäger. Mhm. Und das war so krass, wie er als Monster agiert hat. Der war so schnell unterwegs, der war so akkurat und der ist immer ganz clever geflüchtet und so und hat teilweise, der ist so schnell evolved, im wahrsten Sinne des Wortes, also, ne, da kommt der Name her, du kannst als Monster drei Stufen erreichen. Ja. Und der war so schnell dabei und dann waren da die armen Jäger und der hat die so zermalmt. Ey, mir tat das richtig leid, weil der ist so auf die draufgegangen und das war brillant zu sehen. Ja, was ich zumindest gehört habe von Tim und Co. und anderen Leuten, die schon ein bisschen mehr gespielt haben, dass man eben als Monster auch stealthy und sneaky sein kann. Also man muss gar nicht so frontal und schon Felsenbrocken um sich werfend auf die Jäger zukommen, weil das wahrscheinlich nicht das Smarteste ist. Ja. Wir warten, gell, weiterhin. Okay, wir müssen nichts mehr bestätigen. Wir müssen jetzt warten, Wir müssen jetzt einfach warten, bis alle Spieler da sind, aber es scheinen alle da zu sein. Okay. So, 15 Sekunden warten wir noch. Wir spielen jetzt einfach random mit drei weiteren Leuten. Welchen Charakter hast du denn ausgesucht? Mal gucken. Also man kann hier unter Choose Role, kann man so eine Art Präferenz sozusagen... Die Präferenz, genau. Ich habe den Trapper gespielt. Aha, ich verstehe. Mal gucken. Und kann man denn jetzt... Die Regie schaltet um quasi zwischen unseren... Was? No servers found to host this game? Warum? Wie jetzt? Nein, komm. Nee, jetzt müssen wir noch mal warten. Nicht, cancel. Bleib drin. Wir warten jetzt einfach. Die Spieler sind gefunden, jetzt müssen wir auf den Server warten. Und hoffentlich haben sie die Server einfach noch nicht abgestellt. Aber eigentlich sollte bis heute 21 Uhr, sollte sie laufen. Ja, es würde sehr gut passen, dass sie in dem Moment... Ich brauche den Satz nicht mal zu Ende führen. Ich auch nicht. Okay, 15 Sekunden. Ansonsten können wir uns jetzt ja schon mal hier irgendwie vielleicht über die fallenden Blätter unterhalten. Die sehen sehr gut aus. Vielleicht endet das Video auch in 9 Sekunden, 8 Sekunden. Wir wissen noch nicht, sagen, bevor sie sagen, nochmal tschüss. Ja, tschüss. Wir sagen wirklich vorsichtig. Sag mal, macht's gut. 3, 1 und... Was passiert? Verbam! Einer ist schon jetzt raus. Einer raus.
Mal gucken, aber es ist ähnlich wie bei Left 4 Dead, wenn du eben nicht die volle Spielanzahl hast. Geil, geht los, dann wird ist ein Slot frei, genau, ein Bot spielt dann mit, solange wie halt einer reinspringt. Ladezeiten sind in der Alpha noch relativ dicke. Die KI ist immer Verlass. Das habe ich zumindest auch selber im Stream gecheckt und vorhin haben wir einmal nur einen kleinen Performance-Test gemacht. Wir spielen über den PC am Pad, nicht beschweren, Leute. Wozu kann man gemütlicher sitzen? Ey, Pad ist schon, also bei so einem Spiel finde ich das schon okay. Ja. Es geht nun wirklich nicht so sehr auf genaues Ziel. Also es ist so ein Fußballfeld großes Feindbild, was man da hat. Nee, du hast selber gesagt, man kann auch sneaky. Du kannst dich auch hinter dem Busch verstecken als 3 Meter großes Monster. Aber es ist nicht Quake. Also es ist nicht so, wo du Millimeter genau mit der Railgun. Mit der Maus und so. Nein, ich finde, der Controller läuft der Maus den Rang ab. Und ich glaube einfach zu. Ja, exakt. Und ich meine, ihr solltet auch wissen, normalerweise wisst ihr ja von uns, wir sind sehr, sehr, sehr gute Spieler in allen Spielen. Aber das ist heute nicht der Anspruch. Wir wollen gemeinsam mit euch gemütlich wir besonders schlecht spielen. Exakt. Und gemütlich. Und da sind wir gespannt, ob wir das gut hinkriegen. Also besonders schlecht zu spielen. Wir werden es sehen, ihr werdet es sehen. Wenn wir es wollen, kriegen wir es vermutlich nicht so gut hin. So, genau. Ladescreen, mal gucken. Eieieiei, das ist ja fast so ein bisschen wie im Phantasialand oder so, wo man dann von der einen Warteposition zur anderen verfrachtet, wo man dann auch noch mal ein bisschen warten muss. Und dann, wenn man eigentlich schon längst hätte, dann kommt doch noch mal ein kleiner Warte und dann aber... Aber das ist ja normal. Ich meine, das ist ja bei League of Legends und Co. ist es ja auch nicht anders. So, mal schauen jetzt hier. Guck mal, ich bin ein Trepper. Ich nehme jetzt auch einfach Maggie, ist egal. Ja, ich würde Customize. Auch. Ach nee, Lockskin ist egal. Default. Nee, das so, ist Quatsch. Select, ja. Und jetzt kann man sich hier noch Perks aussuchen. Und ich diese nur Perks, eins. Ich habe auch nur einen. Liegt daran, dass wir einfach noch nicht so viel gezockt haben. Aber je mehr man spielt, etc., schaltet man logischerweise auch schon Perks frei. Mhm. Angeblich soll das Matchmaking halt auch entsprechend darauf dann sich beziehen, was auch nur Sinn macht für dieses Spiel, dass dann entsprechend auch ein Monster sozusagen erst dann dein Gegner wird, wenn es auch entsprechend viele Perks hat und entsprechend viele Spiele gespielt hat. Ja. Und da kann man, glaube ich, sagen, was so Balancing angeht, hat Left 4 Dead damals ziemlich gut funktioniert, obwohl sie zwei unterschiedliche Spielgruppierungen hatten. Naja, Zombies und Menschen. Im Grunde natürlich fast nicht fair sein kann, haben sie es hingekriegt. Genau. So, ich bin gespannt. Du bist Assault, ne? Sie... Genau. Kurz mal angucken. The machine pistol has a wide spread, but deals significant damage in a firefight. Dann wird die unterschiedlichen Klassen vorgestellt. Our can be placed on the ground to limit a monster's mobility, allowing teammates to deal extra damage and escape from danger. Daisy, the pet trapjaw, sniffs out the monster and its tracks, leading the team to combat more quickly. She will also try to revive incapped players. Genau. Es gibt pro Klasse gibt es zwei unterschiedliche Unterklassifizierungen, sag ich mal. Das heißt, ich habe die obere Gruppe des Trappers. Da gibt es zwei Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten bzw. auch Equipment. Und wie gesagt, da kann man dann auch durch verschiedene Perks entsprechend diese ganzen Attribute verstärken. Mal gucken. Ich spiele jetzt zum Beispiel als Maggie. Das heißt, ich habe hier meine Daisy am Start. Mein Haustier. So, bist du bereit, Simon? Ja. Jetzt können wir schon gucken. Ich muss mich jetzt erstmal umstellen wieder von tausend anderen Spielen, die ich gerade spiele. Shadows of Mordor, ne? Ist auch fast Shadows of Mordor und Destiny umstellen jetzt zu, genau, Evil. Okay, guck mal, ich sehe schon, Vögel sind bereits gezündet worden. Monster, Scared Birds, und zwar direkt bei uns am Start. Ich ziehe direkt mal hier meinen Hund raus. Okay, scheint direkt da zu sein hier. Mal gucken. Habt ihr schon Kontakt? Ich weiß gerade gar nicht... Wovon redest du? Ja. Kontakt, Daisy, was, wo? Ich hab mein ja. Ja. Aber, okay. So. Ich muss mal gucken. Also ich sehe nichts. Ich habe jetzt der andere Trapper, der könnte irgendwie besser gucken. Das weiß ich noch von der Gamescom. Der hat andere Features, um zu gucken, wo denn das Monster ist. Okay, aber hier ist doch nichts. Oder hier ist doch, oder geht's hier weiter? Ist hier wo, das ist Ende? Denn, wo ist denn mein Daisy hier? Daisy, beweg dich doch mal. Nee, du sollst suchen. Ja, wir laufen jetzt einfach mal diesen Piragas her. Der hat einen Piragas, okay. Genau. Ja, ich meine, ich bin wirklich, ich habe einmal gespielt und ich kenne die Map nicht, deswegen bin froh, wenn einer weiß, wo es lang geht und ich dem einfach nur hinterherlaufe. Genau, Jetpack. Aber es ist ja am Ende eh nur eine große Arena, also irgendwo. Es ist ein bisschen wie Hunger Games. Ja. Nur viel cooler. Still a better Monster Story than Hunger Games.
Nee, das gab keinen Sinn. Nee, ne? Ja, aber Woody, man muss das auch... Wir haben gewonnen. Man muss es versuchen. Wer hätte das gedacht? Wir haben schon gewonnen. Das Monster ist tot. Ja, das war, weil er gesehen hat, dass ich da hinterher bin mit meinem Gefolge, also euch. Hat das Monster einfach instant gesagt, bringt nichts? Nee, hat sich selber... hat sich in sein kleines Monsterraumschiff gesetzt, hat doch gesagt, fuck you! Und ist so... Das ist ein Geräusch von seinem Raumschiff natürlich. Exakt, ja. Das ist Technik. Ich kann es nicht verhindern. Ich mache es 1:1 nach. Und dann ist er ins All. Auf den nächsten Planeten, wo wir nicht sind. Genau. Also meine Theorie war, es hat, hat sich einfach selber, selber aufgegessen. Von außen nach innen. Er hat sich aus Angst selbst aufgegessen, weil es immer noch besser ist, als wenn wir weiter auf Jagd auf ihn machen. Wir können mal kurz reingucken. Das war natürlich jetzt mega unspektakulär. Das Monster ist einfach abgehauen. Wie ihr gesehen habt, es gibt zwei Theorien, wie es abgehauen ist. Das eine ist in das Monster-Raumschiff zum nächsten Planeten. Das andere... Exakt. Und das andere ist einfach in sich selbst von außen... Rum. Es ist die Frage, wie das mit der Verdauung funktioniert. Ist ein kleiner Logikfehler, aber es geht. Theoretisch, ja, selbstverständlich. So. Ja, und hier sieht man jetzt, wir können mal auf Simons Rechner starten. Da sieht man das Monster, guckt, das steht da, sieht uns und denkt sich, fuck, was mache ich jetzt? Ich stehe da in dem Gebäude, ich gucke mich kurz um, das ist links dieser kleine orange Balken. Ja, aber da, wir kriegen ja nichts gebacken und das Monster macht aber auch nichts. Ja, doch, es hat Angst. Weil es steht nur rum, da, jetzt der ist weg. Abgebrochen. Ja. Da ist die Katze aus Versehen auf den Controller gekommen oder irgendwas, das war kein Mensch. Da, guck. Nein, das Monster ist ganz schön nah. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Monster so nah zu den Jägern startet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das random ist, das weiß ich nicht irgendwie. Aber tatsächlich muss es relativ... Also die Spiele, die ich per Stream gesehen habe, da war das immer so. Aber es muss ja auch so sein, weil wenn das jetzt auf der anderen Seite der Karte startet, dann hat es super viel Zeit, sich aufzuleveln und aufzupumpen. Das heißt, es muss schon irgendwie einigermaßen nah dran sein. Es stimmt ja, nur vielleicht sind die Dimensionen jetzt auch, wirkt hier ein bisschen näher zusammen, als in Wirklichkeit ist. Aber die Map wirkt auch hier wesentlich kleiner, als ich das in Erinnerung habe auf der Karte. Ja, weil die war schon relativ groß. Du kannst schon eine Weile rumlaufen. Ich glaube, wir können ja gleich mal schauen. Es wirkt auf jeden Fall groß. Wir haben eben nicht genug Zeit. Wir haben ja schon, wie gesagt, Spiel 1 gewonnen. Ihr habt doch gesehen, es gab schon Perks. Also ich weiß nicht, ob ihr sehen konntet. Ich hoffe ja. Was haben wir denn? Tröte. Also ich habe auf jeden Fall Distance plus 12 gekriegt. Also ich bin 12 gelaufen. Ja, 12, genau. Ja. 12 Meter gelaufen. Ja. Und, schön. Ja, bitte. Hast du ungefähr so 20 Kalorien abgebaut. Meinst du, 12 gleich 20? Wie nehme ich deinen Charakter? Aber das wäre übrigens lustig auch. Ein Spiel, wo durch das Laufen und Kämpfen Kalorien verbrannt werden, und dann ist nur noch ein Lauch. Oh ja. Das ist ja eigentlich GTA. Theoretisch ja. Ich habe gerade GTA neu entdeckt. So schnell oder was? Ja, es kommt doch dieser Eric, also diese Weste irgendwie mit Vibrationen. Ja, kennst du doch gerade vor 2 Jahren, haben sie das zu Oculus auch und sowas. Ja, diese. Ach so, die Trefferfeedback. Ja, genau. Aber du kennst doch diese komischen Gürtel. Ich glaube, Eddie hat sich so einen Scheiß mal bestellt, oder nicht? Weißt du, diese Muskeln. Ich so sagen darf, ja, die ganz peinlichen Sachen. Eddie hat sich die ganz peinlichen Sachen bestellt. Egal, auf jeden Fall diese durch Elektroschock sozusagen die Muskeln halt animiert. Deine Muskeln auf die Fresse hauen. Wenn du jetzt, und das war wahrscheinlich ein Hoax, ist egal, aber die wollten ja sogar so eine Hose dafür machen halt. Von wegen, Japaner freut es jetzt schon, aber. Aber was bringt das? Naja, Trefferfeedback in der Hose. Was bringt das? Frag Japaner. Ja, das ist geil. Der Football in die Leisten für dich zu Hause. Bam! Geil, bam. Ja, wieso? Ja, wenn du einem Shooter-Spiel in den Hintern geschossen wirst. Genau. Zum Beispiel Forrest Gump the Game. Und wenn du dann hinten in den Hintern geschossen wirst, dann musst du es spüren. Nee, aber wenn das halt gelingt wird, weißt du? Das heißt, du spielst dann GTA zum Beispiel und das simuliert dann sozusagen tatsächlich die Laufbewegung durch Elektroschocks. Dann, weißt du? Da steht noch uns einiges vor. Wir werden irgendwann wie alte Männer sagen, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit. Nee. Jetzt reicht's mir. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt gehe ich nach draußen. Ich habe übrigens Manic gekriegt jetzt. Das ist aber echt geil. Das will ich benutzen. Ja, das kannst du ja dann auch benutzen. Und das Ding ist ganz wichtig, dieser Dome. Wenn das Monster da ist, ne, dann musst du halt diesen Dome machen, weil dann kann es nicht raus. Weißt du? Aber weil ich gerade merke, diese Seilgeschichte, die geht wahrscheinlich nicht mit dem Monster, die geht wahrscheinlich nur mit den kleinen anderen Monster, die einem ja egal sein sollen. Nee, du musst das bei dem Großen, okay. Der andere, dieser andere Typ, Griffin heißt der, also die andere Klasse des Trappers, die muss man erst freischalten. Ah, das ist so. Der hat so eine Harpune, die habe ich halt gespielt auf der Messe. Auch geil. Also wie gesagt, wir sind ganz am Anfang. Das sind, wie gesagt, unsere ersten Erfahrungen auch in der Alpha. Deswegen wahrscheinlich habt ihr schon vieles über das Spiel gesehen, aber ist egal. Oh, komm, gucken wir uns an. Ich finde die immer sehr informativ. Ich finde sie auch super. The strength of the Trapper class is the ability to contain the monster and force the fight. Deploying the mobile arena.
Das ist der Dome. Hold the equip button to take the mobile arena down. The machine pistol has a wide spread, but deals significant damage in a firefight. Harpoon traps can be placed on the ground to limit a monster's mobility, allowing teammates to deal extra damage and escape from danger. Daisy, the pet trapjaw, sniffs out the monster and its tracks, leading the team to combat more quickly. She will also try to revive incapped players. Ich weiß gar nicht, wie man Daisy steuert. Also ob man der irgendwie, keine Ahnung, Ziele geben kann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, aber die Also kannst du sicher auch mal irgendwo auf den Feind hetzen, oder? Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Also wer macht ja Sinn irgendwie, aber ich hab's gerade nicht gesehen. Belebt die einen nur wieder? Ist das der einzige Zweck? Nee, kann ja die, hat's ja gerade erklärt, man kann ja die Wir hören das ja hier nicht. Du hast es schon mal gesehen, aber ich höre hier nichts. Ich hab's gehört, ne? Genau. Ne? Ja. Komm, jetzt mal gucken. Mal gucken, ob wir jetzt mal ein Spiel hinkriegen. Ja. Und wie sehr wir auf die Fresse schiegen. Ich bin total heiß drauf. Ja. Ich habe übrigens überhaupt, das ist das erste Mal, dass ich ein Medic spiele, also die Klasse Medic. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen kann. Null. Ich finde, es hat extrem coolen Flair, das Spiel. Also die Charaktere ist meiner Ansicht nach genau die richtige Balance aus nicht zu peinlich, klischeeig und dieser Comic-Look und auch sowas wie Daisy sieht einfach sympathisch aus irgendwie, trotz allem. Ich kann mir richtig vorstellen, dass es hier ein Comic ist oder also eine Comicwelt oder eine Serie. Ich mag die gesamte Verpackung. Wie die hier runterkommt, wie geil ist es denn? Ja, wedel mit dem Schwanz. Super. Ich mag die gesamte Verpackung. Oh, hier sind schon Spuren von dem Monster. Okay, ich folge dir. Ja, nee, einfach diesen. Ja, ich sehe sie. Ja. Okay, der läuft schon. Lass uns versuchen, zusammen zu bleiben, wobei der eine. Der Purge schon. Ja, ich bin hinter diesem Purge sozusagen. Wo bist du? Ich bin hinter euch. Okay. Simon ist hier als Belly Bell unterwegs. Spielt mit Bells Account. Ach so, ja. Genau. Nee, ich bin eigentlich. Ich bin. Okay, jetzt kommt's. Ich bin Bell. Ja. Ach, du bist ja, Bell? Ja, toll. Na super. Jetzt darf ich das Bell-Kostüm, kann ich jetzt schön an den Nagel hängen. Also, das heißt, du musst mir eine neue Identität suchen. Hier, in 120 Metern ist das Ding. Ja, aber. Ja, dann aber auch eine gute, bitte, ne? Also, Bell ist so deine gute Seite und Simon ist die böse Seite. Du glaubst andersrum oder was? Nein. Nein, ja, mit Bell lasse ich Sachen raus, die ich als Simon nicht kann. So, 30 Meter noch. Okay, ich hab so. Dome ist gezündet, das heißt, der. Ach, warte mal. Was denn? Ist das hier das Monster? Ja, oder? Nein. Okay. Nein. Ja, ich dachte, das wäre es vielleicht. Du machst den Dom wieder weg, Simon. Wie kann ich den wieder wegmachen? Die Taste gedrückt halten. X. Ich drück, ich sehe hier. Moment. Alle Panik. Ja, offen gesagt weiß ich nicht, wie ich den deaktivieren kann. Daisy ist hier. So, ich weiß. Ist das einer von euch? Ah, warte mal. Ach, da unten wird schon die ganze Zeit gekämpft und wir raffen es nicht. R1 war's. Ja, tut mir leid, kann passieren. Alles gut, ja, wir sind ja erst. Hier ist das Monster, ich sehe das Monster. Ah, hier, ich laufe auch den. Ich Idiot, nee, ich hab auch so etwas Falsches gemacht, egal. Wir testen ja eben erst. Eben habe ich sie noch gesehen. Die ja, warum sieht hinterher? Man die Fußstapfen manchmal und manchmal nicht? Ich glaube, du musst näher, also du musst. Oh, Kontakt. Ich komme zu dir. Kontakt. Ah, ich seh's! Nee, ist es das? Ist es Monster? Ja, das ist zwischen dir ist es. Okay, wie kann ich denn hier diese. Das hat einen Cooldown, diesen Dome. Du musst jetzt warten sozusagen. Shit, da rennt er rum. Aber du hast diese Harpunen-Dinger noch, ne? Also diese Minen sozusagen. Ja, das ist gerade so viel verlangt innerhalb von. Ich laufe ihm einfach nur hinterher, Moment. Wie kann ich nochmal? Hier habe ich was, ja. Shit, ich hab's verloren. Wo ist er? Ah, hier, der Führer-Typ. Sag, wenn du ihn irgendwo hast, weil ich hab diese. Ich lauf auch hinterher. Siehst du ihn? Ah, hier, da. Ah, shit. Oh, ich seh nichts. Ich komm nicht nah ran. Oh je. Also, wir folgen auf jeden Fall gut. Ah. Okay, ich hab auch theoretisch diese Kuppel. Nein! Ja? Ich hab diese Kuppel auch theoretisch. Ja, ja, genau. Also die ist jetzt wieder jemand, da. Wenn du in der Nähe bist. Ich sag nur, ja, wenn sie einer sieht, wenn einer sieht, der. Oh Gott, ich komm nicht hoch, ey. Das ist nervig. Ich bin hier ganz vorne bei Daisy, glaube ich. Ja, ich versuche die ganze Zeit zu. Scheiße, ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Was denn, wo? Verdammt. Ich weiß nicht, ich bin bei dir, ich sehe auch nichts. Der Fee wird angeballert. Irgendwas hier wird. Ja. Oh nein, ich bin in so einer Scheiß.
Oh Mann, Falle. Oh Mann, oh Mann, sie ist hier runter. Ey, ist das nervig. Shit, ja, ich hab ihn. Ha! Sehr gut. Schön. Sehr jetzt komme ich hinterher. Mit der Harpune. Du hast keine Harpune. Doch, diese Seilharpune. Ich weiß doch nicht aus dem Video eben, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ja, sehr gut. So, ich supporte euch. Oh, das klappt! Sehr gut! Druff, druff! Ah, shit! Au. Ich repariere dich, Simon. Ja, wow, ich mach auch mal ab. Werde ich versuchen, euch immer gesund zu halten. Geil, ey. Aua, wir halten ihn gerade voll auf. Aua, Damage, jawohl, super. Kaputt machen. Drauf, 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 sehr gut. So, und selber draufschießen, wo ist er? Wo ist er? Er will weg, oder was? Er ist gleich im Arsch. Jawohl. Jawohl, sehr gut. Läuft doch. Das läuft doch. Alter. Hat Spaß gemacht. Das war schön. Hat Spaß gemacht, hat auch funktioniert. Wir haben das Monster, so wie es seit Jahrtausenden der Mensch macht, mit allen Monstern einfach zu Tode gehetzt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier, guck mal, Progression haben wir. Das ist schön. Ja. Hier. Bleiben wir mal bei Simons Bild sozusagen, dann wissen wir. Guck mal, dein Maggie Elite Skill hast du zum Beispiel noch nicht, Simon. Aha, aha. Ja? Aha. Harpun? Harpun ist ein geiles Wort übrigens. Spratz, Spratz hat's gemacht. Mhm, das habe ich gemacht. Ja. Oh, krieg ich jetzt einen Skin? Nein? Oh, doch nicht. Ich dachte, ich krieg irgendwas. Nein, nach einem Spiel. 851 Fuß und 700 Schaden. Das heißt, ich mache fast einen Schaden pro Fuß. Na, du machst also, ich laufe und dann schieße ich und mache Schaden. Bam. Dann laufe ich wieder und mache Schaden. Bam. Schaden, laufen, Schaden, laufen, Schaden. Ja. Schaden, laufen, laufen, Schaden. Und das als Hunter, als Trepper, weißt du? Bam. Ja, geil, ein tolles Spiel. Ja, ein tolles Spiel, komm, wir machen noch eine Session, oder? Oh, hier, nee, genau, erstmal strategische Rückerstattung. Ja, das ist wie Mario Party auf der Wii U oder was, wo du diese Spiele siehst. Geil, ey. Ich find's geil, also ich find's total, das liebe ich am Turtle Rock. Auch generell so dieses ganze Gefüge, diese kleinen, bevor das Match wirklich losgeht und du bist aber schon in der Welt, diese kleinen Kamerafahrten. Das war's, der Moment. Haben ihn schön eingefangen. Bam, tot. Und erlegt. Sehr gut. Ey, ich glaube, das war sehr professionell. Ich glaube, da würden die Entwickler sagen, oh ja, you've done it right, you're awesome, we love you. We love you. And bonus key. Was ist denn dieses kleine Vieh, was da hinterher ist? Was weiß das nicht. Nee, wo ist denn ein Vieh? Das Weiße? Nee, was unten in der Mitte ist. Das ein Spieler, der ist einfach stehen geblieben. Ja, genau. Jetzt ist er da. Ja, dann ist er gekommen plötzlich. Auf einmal. So, geil. Ich liebe diese Zusammenfassung. Ja, das ist sagen, ich finde es super. Wahnsinn. Die können das. Ich habe große Hoffnung, dass dieses Spiel sehr viel Spaß macht. Und das war immer so ein bisschen das Flagma von Left 4 Dead. Da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt über Steam zum Beispiel läuft es aber gerade ziemlich gut. Das war bei Left 4 Dead auch via Steam auch nicht schlecht. Aber wir haben Left 4 Dead eine Zeit lang über die Xbox, glaube ich, gespielt. Und da war das Matchmaking sehr umständlich. Und da war es immer schwierig, dann als Vierer-Kombo gegen andere zu spielen. Und das war ein bisschen hackmeckig. Da wird Turtle Rock definitiv aus den Fehlern gelernt haben. Und im Moment so vom Matchmaking her, wir beide wollen zusammen zocken, bam, wir sind drin im Spiel. Das ist schon ganz gut. Es ist immer der Flaschenhals normalerweise, das Matchmaking. Und es kann einem so ein Spiel kaputt machen. Ich meine, der Nils hatet immer über FIFA, hauptsächlich wegen dem, glaube ich, wegen dem Matchmaking. Ja. Und ich habe auch so ein, zwei Spiele, wo mich das einfach, das System, so wie es ist, nervt. Halo Wars oder was? Weil da gibt es nur drei Leute schon, weltweit. Ja, genau, und zwei davon finde ich scheiße. Und Microsoft, die rufe ich hier mal an, aber die antworten nie. Ja. Ich habe sie alle rausgemobbt. Nein, ich spiele keine Halo Wars. Hört auf mit Destiny. Macht Halo Wars wieder. Ja. Ey, die Leute, die Halo Wars richtig gerne gespielt haben und immer noch spielen, die würden mir. Ja, die würden mir zustimmen. Oh. Scheiße. Authentication. Wir waren doch gerade eben auf einem guten Weg. Warte mal, jetzt muss ich dich nochmal einladen gerade. Eben noch gelobt. Ja, wer weiß. Danke, Steam. Aber ey, immerhin haben wir ein bisschen gespielt. Das ist doch schön. Ja, aber das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. Einmal ist das Monster direkt wieder in den Bus gestiegen und das andere Mal waren wir extrem overpowered und imbar, weil ich halt so gut bin. Ja, aber vielleicht sollten wir, also sagen wir so, wenn die Server jetzt tatsächlich ausgehen würden. Glaubst du, die sind jetzt aus? Oh Mann, das nein, glaube ich nicht. Immerhin hätten wir dann ein kleines Ding. Also ihr erinnert euch an den letzten Countdown, wo wir gesagt haben, vielleicht kommt auch gar nichts jetzt. Ja, haben wir schon mehr am Anfang des Videos war das. Ja, ihr erinnert euch zurück, springt nochmal selbst für euch intern im Geist nochmal so circa 15 bis 20 Minuten zurück, dann seid ihr bei dem Punkt. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten nur gespielt bis zu dem ersten Spiel.
wo das Monster direkt abgehauen ist. Und dann das wäre so lustig, dann das wäre das beste Video der Welt. Das wäre ein typisches Game-One-Video gewesen, ey. Ja, exakt. Aber die Leute hätten sich auch beschwert. Dann. Ja, das ist echt so ein typisches Game-One-Video. Gucken wir mal. So, bei mir lädt's. Ja. Vielleicht ist unser Internet auch einfach ausgegangen, weil es keinen Bock mehr hat. Ja, ey, das ist... möglich. Das ist mehr als möglich. Wir haben, vielleicht ist die Alpha einfach auch sehr populär und es gibt nicht genug Plätze. Ich glaube, die ist echt. Schiff. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Also seit, und das mag ich an der Gesamtstrategie von Turtle Rock in dem Sinne oder von dem Spiel, die haben, das kam aus dem Nichts. Weißt du, so all die großen Titel wurden gehypt und etc. Der Kojima rennt seit Jahren schon irgendwie mit seinem neuesten Projekt rum, kann er ja auch, ist auch alles gut. Aber weißt du, plötzlich einfach so, ach ja übrigens, hier kommt Evolve, ist schon fast fertig, bitteschön. Ja. Kurz vor der E3, kurz vor der Gamescom und dann konnte man es spielen halt so. Und dann, das hat ja unglaublich viele Preise weltweit gewonnen. Und ich kann auch nur sagen, auf das Spielprinzip habe ich total Bock. Ja. Weißt du, so eben dieses lokal-buddy-mäßige Zocken macht das halt möglich wieder so. Und naja, forciert das halt auch drauf. Und ich habe mir immer ein Spiel gewünscht, wo du eben nicht Balancing dadurch erstellst, dass du einfach nur sozusagen die Seiten copy and pastest, sondern einfach, dass genau, du wirklich mal Rio und Ken und so. Exakt, ja. Sondern dass halt, nee, aber dass du halt, weißt du, dass du wirklich mal ein Monster hast, was overpowered ist. Man hat sich irgendwie auch immer gefragt, es gab ja auch mal so ein paar Spiele, wo war es nicht Rage, wo man versucht hat, große Gegner zu schaffen, gegen die man kämpft. Einfach nur große, riesige, monsterhafte Gegner, aber es waren nie Multiplayer, es war immer nur Koop, da gab es ja Slay Sam und sowas halt auch. Ja, und es gab so viele, auch, und irgendwie, ich weiß noch, wie wir schon zu Giga-Zeiten gesagt haben, warum gibt es nicht mal ein Multiplayer-Spiel, wo einer ein Monster ist und einer Dingens, ja? Oder vielleicht haben wir sogar schon damals Left 4 Dead erfunden, ich weiß nicht, in welchem welcher Genius-Grad wir in diesem Moment schon hatten. Wir waren ja Visionäre schon immer. Und dadurch war das schon damals. Alles, was wir gesagt haben in der Vergangenheit, ist irgendwann natürlich wahr geworden. Nostragamus. Nostragamus. Ey, wir haben gerade eine neue Rubrik erfunden. Nostragamus. Ja, okay, dann haben wir ja, guck mal, Eric, also was definitiv kommen wird, welches Jahr? 2000? Hier, diese Eric, damit man abnehmen kann, wann kommt das? 2000? Das hast du erfunden, ich weiß es nicht. Das ist einfach spontan. 2025? Da gibt es schon Songs. Kann man direkt nehmen für die Werbekampagne. Nee, es ist zu lang. 2050? Nee? Nee, es dauert zu lange. Das wird früher kommen. 2018? Was gibt's denn noch? Was ich glauben werde, was das, wird, das ist der nächste Shit-Sache. Was ich glauben werde, noch was nicht, ich glaube noch nicht dran, aber bald, ist, dass es ein Multiplattform-Spiel geben wird, wo du tatsächlich mit unterschiedlichen Devices unterschiedliche Sachen steuerst. So ein bisschen wie Battlefield, nur dass du halt wirklich im Jet auch wirklich mit einem Flightstick arbeiten musst. Und dass du eine Air-Simulation... Ja, das hätten sie gerne, gell? Dass du nämlich den ganzen Hardware-Shit und dann der kleine Panzersimulator und so. Ja, yeah. Das wäre wirklich ganz geil eigentlich. Wenn, ich glaube, Wargaming will das schon so. Hier, World of Tanks, World of Warships. Ich habe auch nichts dagegen. Ich bin ich mag Hardware ohne Ende. Diese ganzen, ich mag diese Peripherie und ich habe ja auch Steel Battalion. Ich kann mir oft nicht vorstellen, außer bei Plastikgitarren für einen 30er, dass das so gut ankommt. Ich glaube einfach, Leute sagen, bei der zweiten Sache, die noch cool ist, die dritte kaufen sie gar nicht mehr und die vierte wird ein Riesenflop. So stelle ich mir das immer vor, so wie es ja auch ein bisschen bei den ganzen Musikspielen war. Stimmt ja. Also wer hat das fünfte Guitar Hero immer noch mit einer neuen Gitarre und irgendwann denkst du, ich habe vier davon daheim liegen. Und dann kam Rocksmith. Und dann kam Rocksmith. Und hat einfach die echten Gitarren. Ja, weg, tschüss. Spätestens da, was dann so lädt. Ja. Das ist übrigens echt cool. Es ist ein gutes Tool, Rocksmith. Muss man echt, kann ich nur loben. So, ich bin wieder Maggie. Jetzt bin ich Hank. Ich finde es ganz geil, dass wir hier alle unterschiedlich nacheinander vorgeschlagen werden, ohne dass ich das groß ändere. Die sagen einfach, ey, du hast die gespielt, jetzt probier mal den aus. Der ist auch geil. Ja, also man hat dieses Ranking und wie gesagt, das finde ich halt auch so nett. Du kannst halt deine Priorisierung halt vornehmen, welchen möchtest du am liebsten spielen. Ja, aber wenn er und den dann auf schon, genau. Genau, am Server wird dann halt gecheckt sozusagen, wer hat wie oft Trapper oder Medic. Ja, aber ich hatte jetzt jeden einmal. Also echt? Für mich wirkt es eher so, ja, ich war, oder? Schlecht. Also, jetzt bin ich gerade unsicher, aber ich... Ich habe eher das Gefühl, dass sie sagen, okay, den hat er jetzt schon einmal gespielt, hier ist nochmal der andere und so. Ja. Aber das vielleicht dann würde die priorisieren. Ja. Was gibt's denn noch hier, Simon? Was könnte man denn noch erwarten von der Welt? Was kann man erwarten von der Welt? Welche Spielerei? Gut, Oculus Rift und sowas wird eh alles kaputt machen, schätze ich mal. Also Virtual Reality. Man sieht ja viel, wenn es um Zukunftsvisionen geht, sieht man ja viele Leute in so einem Art Kubus.
der einfach in alle Richtungen was projiziert und gleichzeitig alle Bewegungen aufnimmt. Ein in sich geschlossenes Ökosystem sozusagen, wo du theoretisch ja sogar, stell mal vor, so die Spielhallen der Zukunft wären nur so ein Raum, so ein kleiner Raum wie so ein Squash-Raum. Und da könnten die theoretisch Düfte und Geräusche, na gut, Geräusche ja eh, aber du weißt, ich meine, die könnten wirklich 360-Grad-Sound ohne Kopfhörer und so. Also du hättest 360-Sound ohne Kopfhörer zum Beispiel und gleichzeitig ist das aber alles auf Projektionsfläche und du musst dann irgendwie nur noch eingespannt sein in eine Art von, wie vielleicht diese Muskeldinger, die du meintest, dass die Muskeln, du spannst nur noch den Muskel so an, aber in Wirklichkeit, in der virtuellen Welt erzeugt das dann halt eine Bewegung zum Beispiel. Dass du so die Beine nur noch anspannst, links, rechts und dann rennt dein Typ los. Aber dann hast du nicht genug Knöpfe. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Es gibt nicht genug Knöpfe, um so ein Spiel zu steuern. Sei denn, du spielst wirklich halt. Ja, aber dann rennst du in deinem Ding die ganze Zeit gegen die Wand oder so. Ja? Das ist irgendwie, oder hängst du in der Luft wie in so Cell oder so. Ja, immersionmäßig, ja, immersionmäßig, weiß ich nicht. Irgendwas müssen sie ja machen. Aber, kannst du nicht wirklich in dieser Kuhle rumlaufen. Nee. Mit diesem Schlappen in der Kuhle rumstapfen. Dieses Ding, ne, Omni hieß es doch, ne? Dieser Powerwalking-Ring. Ach Gott, ist auch schon wieder 2 Jahre her, dass sie das announced haben. Stimmt. Aber ich meine, so rein so gameplay-technisch, guck mal, was, also, ne? Ja, okay, das ging jetzt mehr in Richtung. Das ging jetzt mehr Technik und größere, aber Evolve zum Beispiel, da freuen wir uns alle drauf, weil es eigentlich vermeintlich nichts unbedingt super Neues ist, aber dann irgendwie schon halt, ne? 4 gegen 1, so. Das alleine hat sich noch keiner so getraut oder zumindest noch nicht in so einer Qualität hergestellt. So. Yeah. Was gab es noch an Trends? MOBA, na klar, jeder findet MOBA geil, so League of Legends, Dota 2. Und was, welches Genre oder welches Subgenre, dann gibt es noch die Souls-like-Spieler, was Dark Souls oder Demon's Souls ja gemacht hat. Weswegen Lords of the Fallen jetzt da ist oder Bloodborne. Ja, klar, genau. Das ist auch. Das sind so wie heißt das Genre? Gibt es da ein eigenes Genre für? Also ich finde, Eddie meinte Souls-like halt so. Also Souls-like-Games. Und damit haben sie im Prinzip so ein. Das kann doch kein Genre sein. Souls-like. Ja, Souls-like. Hardcore-RPG, wer weiß. Ich weiß nicht, genau, sowas braucht halt, ne? man dafür, wenn man es nur Hardcore nennt. Ja? Also einfach um es zu. Hardcore. Ich spiele nur Hardcore. Das Genre Hardcore. Ja, aber das gibt es ja bei Battlefield schon, Leute, die nur die harten Matches spielen und Hardcore-Modus. Ich habe übrigens ein bisschen Sorge, vielleicht können wir kurz auf meinen Rechner schalten, denn ich bin immer noch im Ladescreen. Ja, und bei Simon schon knallhart hier. Scheint zu funktionieren. Der hat einfach nur gedacht, du brauchst kein Video mehr. Genau, brauchst nicht mehr. Komm. Hab ich schon gesehen. Lass stecken, wir haben es verstanden. So war das. Kerl! Hab ich auch verlegt. Also eben war es noch da, keine Ahnung. Guck doch bei dem anderen rein. Ja, genau. So, ich meine, manchmal habe ich echt das Gefühl, ich würde gerne wie ein Tron wissen, was die Konsole denkt in so einem Moment, in dem was echt schief läuft und sie es merkt. Und dann so, ist immer kaschiert, ja. Konsolen lügen unglaublich viel. Und signalisieren dir immer, ah nee, der Glitch ist gar nicht mehr da. Das, was du gerade gesehen hast, ist plötzlich weg wieder. Und sie tun dann so, als ob alles normal wäre. Wo ist Daisy? Ich will Daisy sehen. Nein. Nein, ich habe nicht zugehört. Wo ist Daisy? Das hab ich da ist Daisy. Da kommt sie. Das ist aber brutal. Also der Fallschirm, der ist ja noch nicht richtig. So, wir spielen genau die gleiche Map wie gerade eben. Wahnsinnig. Und Daisy gehst auch schon los. Wahnsinnig toll, der Fallschirm im neuen Metal Gear ist so ein cooles Feature. Da freue ich mich jetzt schon drauf, alles und jeden an diesen Fallschirm dran zu hängen. Also Fallschirm ja eigentlich nicht, Ballon ist ja eigentlich eher. Das stimmt, ja. Dieser Ballon, der nach oben fliegt. Wahnsinnig lustige Idee. Wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so was Lustiges in einem Videospiel gesehen. Und es ist wie immer natürlich Metal Gear Solid. Oder Metal Gear eher. Ach. So. Dieser Kojima, der sollte mal auch mal einen Film machen einfach. Oder eine Serie. Macht er ja. Also naja, klar, aber er könnte ja auch mal einfach nur mal eine Serie machen. Eine Serie und halt nur mal diese Geschichten. Also wenn man diese ekligen kleinen Mini-Viecher platt macht, die sind natürlich, da gibt es auch verschiedene Stärken, die sollte man oftmals einfach liegen lassen. Ja. Aber die haben dann sowas wie... Vögel. Übrigens. Ja, ich sehe die Vögel. Die haben sowas wie Perks, nicht wie Perks, wir haben so... Ja, die geben so kleine, sowas wie das Feuer länger oder genau, so, dass man irgendwelche nur Waffen in länger dem Match, genau, die haben da nur in dem Match sozusagen irgendwelche Vorteile. Oh, hier, vorne, 90 Meter entfernt, da ist, ich sehe es. Echt? Hast du ihn? Nee, ich bin hinten, aber es läuft vorne. Da ist es, da steht's. Ja, ich versuch's. Geil. Ja, so. Mal gucken, was meine Waffen können, ey. Ups, Dome! Ich hab keinen Dome mehr. Ich aber. Oh. Ich bin vielleicht ein bisschen da rangegangen. Dome läuft. Aua, aua, ich muss mich zurückziehen. Ich weiß gar nicht genau, ob die Waffe, ist, ob die gut ist. Ah! Okay, sie nervt ihn auf jeden Fall scheinbar. Aua. So, ich hab die... Okay, ich muss zugeben, hier wäre eine Maus für besseres Zielen tatsächlich von Vorteil. Ja.
gebe ich zu. Wir haben hier auch noch ein anderes ekliges großes Vieh, aber das Gute ist... Welches ist das? Okay. Ja, es greift alle an. Wo ist denn der Medic? Ah, sehr gut, der Medic heilt mich. Oh, Alter. Drauf, drauf, drauf. Sieht gut aus, das bleibt schon im Arsch. Drauf, drauf, drauf. Alles am Nachladen. Nein, 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 nein. Warum, warum? Du hast so viele Leute. Au, 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 ich muss was weg. Ist denn das für eine Waffe hier mit dem... Mann, ich würde so gerne jawohl, wissen, ist gleich im Arsch. Drauf, fertig. Alter. Aber das Monster, das war jetzt siehst auch du das? Ein siehst du diesen Kometenschlag, ja? Der da kam? Ja. Den habe, glaube ich, ich gemacht, aber sehr ich habe es nicht ganz gerafft. Ja, du kannst ja, das war ein bisschen lame. Eine Area auswählen und ja, so einen roten Ring. Und dann ich glaube, das war das. Haben schon wieder gewonnen. Puh, das geht so schnell, dass ich kam gar nicht dazu, meine Waffen auszuprobieren. Ich habe einmal diese Laserpistole und dann einmal noch diese Raketen und dann war es schon vorbei. Ich das Monster grade, ist nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, das Monster spielt sich halt entsprechend einfach anders. Und wie, ich habe gestern halt einen Kollegen gesehen, wie gesagt, der hatte das so hart drauf, der hat die so platt gemacht. Wenn man das, das übt, glaube ich, macht das auch sehr viel Spaß, wenn du halt das Monster drauf hast. Mal gucken. Also so, ich überlege gerade, ob wir jetzt mal versuchen, dass nur einer von uns wirklich mal das Monster spielt. Weil wir können nicht zu zweit spielen. Und dann können wir einfach mal ausprobieren und dann sehen wir zumindest das einmal. Aber wir haben beide das Monster eben noch nie gespielt. Aber warum nicht? Oder? So, wir können ja einmal wir haben jetzt drei. Wir haben jeden Charakter einmal kurz durch und haben ungefähr gesehen, wie es geht. Ich finde auch, lass uns einmal Monster. Eine können wir machen. Wir gucken uns noch einmal ganz kurz die Minimap an und schauen, was passiert ist. Also das Monster hat auf jeden Fall genug Zeit. Da steht da jetzt rum. Jetzt läuft es an den Rand der Map. Guckt sich Steine an. So. Und jetzt geht's schon jetzt hat, es wollte uns angreifen, aber hat es halt nicht ganz hingekriegt. Ja. Ich glaube, das war eigentlich der Fehler. Das war der Fehler. Ja, er hat uns nicht voneinander getrennt, sondern er ist wirklich auf uns drei gleichzeitig losgegangen. Ja, sehr gut. Und da haben wir bei Uke auch gemerkt, das ist nicht so gut. Wo ist eigentlich das Video? Haben wir das nie final? Nee? Ach, da wurde manchmal nicht aufgezeichnet. Gell? Was doch, oder? Nee, wir haben es nie komplett gesendet oder nie komplett auf DE gestellt oder so, weil zwischendurch der Kameramann abgesetzt hat. Was ja okay war, weil es war für TV. Ja. Aber schade, weil es waren schöne Matches, die waren echt, die waren ganz geil. So, okay, jetzt kannst du mal irgendwie Choose Roll machen und dann Monster ganz nach vorne packen. Dann können wir mal schauen. Dann kannst du einmal hoffen und gucken sozusagen, dass du einmal dieses Match kriegst. Mach mir. Genau. Und dann einfach Find Game Hunt oben nochmal. Genau. Gucken wir mal, vielleicht sehen wir Simon nochmal als Monster jetzt. Wäre schön, Simon. Ich hoffe, ich kann das so machen hier und den... Ich glaube, das geht, ja. Okay, den Desktop unterdrücken. Monster habe ich gewählt. Ich mal gucken, nur, oder? Ob du den jetzt kriegst, so. Das ist halt die Frage. Aber ich habe doch gesagt, ich will Monster sein. Ja, aber so ist das halt manchmal. Aber Simon, nein. Nicht immer, wenn man sagt, was man Monster will, sein. Kriegt man das, was man will. Das ist auch manchmal ich so. Ich glaube, dass die nett sind. Oh, das Vieh ist geil. Ich will Daisy will ich haben bei mir daheim. Wir können ja einmal kurz, können wir nochmal auf meinen Rechner schalten? Ist einfach ein tolles Vieh. Dann warten wir, bis es sich schüttelt nochmal. Schön, ne? Es sieht echt freundlich aus, ne? Sieht echt nett aus. Gleich schüttelt es sich. Ich sag doch, das habe ich letztens dem Capcom-Typen schon gesagt. Ich mache 1A Soundeffekte, gib mir einfach einen Job. Als ich wäre gerne der Schlabber-Soundmann. Nee, die heißt ja von Nintendo, wir wissen es alle. Charles Martinet oder Charles was? Charles Martinet, genau. Ja. It's me, Monsterio! 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 Ah, so, jetzt geht's los. Ach ja. Guck mal. Bin ich gespannt, Simon. Du hast schon wieder Fusion Plant, die Map. Aber ist ja auch nur Alpha. Braucht man sich nicht beschweren. Haben wir jetzt jedes Mal nur die gespielt, ja? Nee, ich glaube, wir haben einmal, ganz am Anfang hatten wir eine andere Map. Da hatten wir die Map, die wir auch auf der Gamescom gespielt haben. Das war eine andere, glaube ich. Ja, wir haben aber jetzt wird doch eigentlich gut passen zu einer Alpha, dass du nur eine Map hast. Ja. Aber heutzutage beschwert man sich ja generell. Ja klar, immer. Ey, dafür mache ich meinen Rechner nicht mal an. Das Beste war letztens im Comments-Bereich natürlich, wo sonst in unserem, wo einer meinte, für das Video ist der Adblocker für immer an. Ja. Bam! Das ist so, und das ist noch nicht mal in Fett geschrieben, aber es war offensichtlich eine Drohung. Also deswegen habe ich es jetzt laut gesprochen. Es war vielleicht war eher so eine, sowas wie nachts. Für dieses Video ist der Adblocker für immer an. Und dann geht er wie so ein Ninja und guckt aber deine Videos weiterhin. Das ist ja das perfide daran. Er gewinnt. Ja. Er gewinnt auf jeden Fall. Immer. Entweder wir werden alle können uns einsagen lassen. Ja. Guck mal, du bist ein Monster. Ja, ich drücke. Geil.
Du kannst jetzt Punkte verteilen. 3 Punkte kannst du ausgeben. In diesen 3 Kategorien. Jetzt hier, What das ist ja geil. Genau. Ja, du hast aber nur noch 1 Minute und 45 Sekunden Zeit. Ja, ja, ich überlege, Moment, das ist nicht so einfach. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Mit von hinten kommen. Aber sowas ist auch geil. Aber da treffe ich wieder nicht. Du levelst sozusagen auch, wenn du evolvest, kriegst du wieder Punkte zu verteilen. Echt? Alles auf Leap Smash oder was? Ja, warum nicht? Ja, na gut. So, ich sag dir jetzt schon, wie es laufen wird. Ich werde nicht ein einziges Mal diesen Leap Smash machen, weil ich die Bedienung dafür nicht finden werde. keine Ahnung haben werde bis zum Ende, wie es geht. Und bei dem Versuch aber sterben werde, weil die anderen natürlich mich einfach killen. Also für das Video, Simon, ist der Adblock an, Alter. Dann, wenn das passiert. Also, ich finde, das ist so assi. Ich meine, so, das ist so, da ist jemand, der schon auf dem Boden liegt mit seinem Pappbecher und die zerrissene Gitarre, die schon nicht mehr funktioniert. Und was diese Typen machen ist, und diesen Becher noch wegtreten. Das ist die Ansage, der Adblocker ist für jetzt immer an. Weil es auch suggeriert, dass sie trotzdem konsumieren uns. Guck mal. Naja, guck. Ach so. Ja. Melee attacks are very effective at close range. Genau, du musst sie essen. Geil, geil, alles essen und dann mutieren, ja. Goliath can climb any surface. Any surface. Leap to travel faster. The leap ability. Sehr auf die ganzen DLCs gespannt, die dann halt kommen. Das Geile hier ist, du kannst jederzeit nur durch Waffen schon und Monster ein game-changing Element reinbringen. Ja. Also wirklich etwas, was alles verändert. Geht so leicht. Den muss ich genau lernen. Verdammt, muss ich den lernen. Okay. Brauche ich nicht. Nicht? Feuer. Feuer. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Zu spät. Du hast deine Wahl getroffen. Los, Simon. Sei ein Monster. Ja, die werden sich wundern. Niemand weiß es. Da kommt aber ein Monster auf uns zu. Das ist in allen Belangen ausgebildet. Aber sie rechnen nicht damit, dass ich völlig blöd alles nur in einen Move gesteckt habe. Das ist mein Überraschungsmoment. So. Erstmal wegrennen, ne? Erstmal wegrennen. Ich weiß ja nicht mal, in welche Richtung ich wegrenne. Ja, nach unten ins Wasser, das ist gut. Das ist gut gemacht. Was ist denn das? Lauf weg! Ja, lauf weg! Sneaky, sneaky. Ah, so. Da, okay. Das musst du essen. Wie kann ich das essen? Weiß ich nicht. Du bist mir nicht wirklich eine große Hilfe. Ja, wie? So? So, ja. Und jetzt nochmal. Und jetzt essen. Ja, aber wie? Weiß ich nicht. Sag doch nicht einfach nur, was ich machen soll. Sag gedrückt halten. Da, genau. Siehst du? Das ist Essen? Ja, gar kein Problem. Ich hab gesagt. Okay. Hast du es aufgegessen? Halt ab, wollt ihr mich mal aufhören, ihr Spacken? Ich muss gleich mal lernen, wie dieser Sprung geht. Shit. Simon wird von anderen Monstern kaputt gemacht. Ich verstehe auch nicht, was ich falsch mache. Da. Der war's. Essen, alles essen. Du musst evolven. Wie kann ich? Alter, da kommen noch mehr Viecher. Warum ist denn hier so viel los? Und gleich kommen die Hunter. Ja! Das meine ich aber auch. Da sind die Hunter, die greifen mich an. Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Sprint! Nein! Du bist gefangen, Simon! Nein! Nein! Der Wiesprung, er wird mich retten! Da ist er! Batz! Ja, ich habe 3 Punkte in diesem Hauptsache, Ding. Einen richtig töten. Einfach nur den Medic am besten. Sprung. Mach doch mal den Liebsprung. Ja, da ist er. Da sehr ist gut. Er. Da, richtig. Da wundert er euch. Da, den macht ihr jetzt Platz. Ja, ja, ja. Ist nicht so einfach. Doch, den. Da ist er doch. Hau doch mal, du bist ein Monster, Mann. Ja, aber ich weiß nicht, welche Buttons. Du bist 4-mal größer als er. Ich weiß nicht, welche Buttons da, was bringen. Da, der ist fast tot. Da, der hinten. Da, super. Ich haue. Da, schaue, links, links, der Typ, da links. Da, der. Ich mach doch schon rechts den. Nee, aber links. Der, der wenig Health hat. Du musst einen töten. Ja, Alter, den. Mann, gut. Alter, Simon. Der wenig Held hat. Jawohl, er ist gleich tot. Weg, renn weg, der Dom. Nein, ich muss den doch kriegen. Da ist er. Du bist gleich tot, Simon. Du musst wegrennen. Wie denn? Der Dom ist gleich weg. Der Dom ist doch, okay. Geh gleich weg. Jetzt verreck. Typ, verreck. Dom, so, geh kann weg. Ich jetzt endlich. Mann, ich versuch's doch. Sehr gut, super. Und der Leap hat dich weg. Und jetzt geht der Dom weg. Bist du tot. Oh. War super, Simon. Ey, diese Monster haben mich total fertig gemacht. Das sollten meine Freunde sein. Das ist mein Freund, das Monster. Hat mich hat mit dem Mensch zusammengearbeitet. Ja. Ich bin wirklich auch ein bisschen empört jetzt. Und der fucking Airstrike hat mir einfach nichts gebracht. Ja. You've unlocked Quick Bitch. Ja. Habe ich auf jeden Fall. Jetzt werde ich dieses Spiel anzicken. Ja.
Ja, es ist Bizuma. Mach auch mal Monster und mach wirklich eine, ist einmal anders als ich. Aber du hast auch gesehen, ja. Ich hab's versucht. Ich wollte, alles, was ich wollte, war Evolution. Es war klar, okay, fressen. Und dann habe ich die ganze Zeit nicht gerafft, welche Buttons was sind. Das ist blöd, weil sie zeigen einem zwar, was du alles machen kannst, aber sagen einem nicht genau, ey, ist übrigens der Button. Ihr habt's ja gesehen, bis man diesen Smash rauskriegt, war die Scheiße aber ganz schön ja. Schon. Ja, schon. Guck mal, wir können mal gucken. Am Anbrennen. Wie bitte, Bell ist aus dem Kabelsalat gekommen und Bell kann das Spiel. Du hast es schon gespielt, ne? Am Anfang schleichen, dann finden sie dich nicht so schnell. Okay. Dann sehen sie keine Spuren, Simon. Nee, ich hab mich ja von Anfang an nicht wirklich weit weg bewegt. Ich bin aber immerhin ins Wasser gesprungen. Alter Indianer, Pfadfinder-Trick. Ins Wasser umspringen. Dann riecht man eben. Und genau, außerdem riechen die Füße besser. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man auf der Flucht ist, dass die Füße gut riechen. Ja. Man sieht ja, was ich irgendwie. Ich hab's ja noch gar nicht da. Ich will's mir noch einmal kurz angucken. Ich hab's eben verpasst. Das kann doch nicht wahr sein, dass da nichts passiert ist, außer in diesem kleinen Kreischen. Okay, so fing's an. Ich bin gelaufen, okay, alles richtig gemacht. Ins Wasser rein. Geil, dann da durch den Gang. Da bist du stehen geblieben und da hast du angefangen, da wolltest du essen. Und die Monster wollten mich nicht mehr in Ruhe lassen. Nee, wollten sie nicht. Und dann, ich kann mir das Monster richtig vorstellen. Ach ja, na gut. Komm, mach du. Ja, ich warte. Die Spieler sind ja schon da. Ich hoffe, dass ich jetzt auch ein Monster kriege. Und dann mal gucken. Na. Ich bin selber auch sehr gespannt. Come on, Monster, bitte. Lass mich Monster sein. Es macht aber Spaß. Ich war sehr hektisch. War ich bin auch bei solchen Spielen jetzt, ne? Immer schnell Panik-Mode. Ja. Sehr gut. Schöne andere. Also das war The Dam, glaube ich, oder? Haben wir die auch gerade gespielt? Nicht wirklich zum vierten Mal Dam? Nein, wir hatten schon unterschiedliche. Ja? Wir hatten das eine. und das andere auch. Am Anfang war... Ja. Wir hatten übrigens auch geplant, falls ihr euch fragt, was mit den anderen Idioten ist. Wir wollten das zusammen spielen, ging aber nicht. Leider. Aber wir werden, wenn das Spiel draußen ist, werden wir das mit Sicherheit... Sagt man nicht, dass wir euch nicht alles erklären. So, wir haben es versucht, ging aber nicht. Also es reicht doch. Ja. Aber das wird passieren. Ich freue mich da selber sehr drauf. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Doch, ich will das auch machen. Und zwar so schnell wie möglich. Wir hatten heute hier ein kleines Problem mit den Rechnern. Zwei Rechner laufen also schon. Sobald vier am Start sind, dann wird das legendär und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich frage mich gerade, ob das nicht sogar... Also Grumpy Monster Ede würde ich gerne sehen, zum Beispiel. Grumpy Monster. Aber im Spiel als DLC. Das wäre sehr geil. Da müsstest du auch rein, ey. Ja, es hätte auch die ganze Zeit Rückenschmerzen. Es gibt dann so ein kleines Kiesertraining auf der Map, wo das Monster hingehen kann. Und dann ist es agiler. Grumpy Ede Edition. So, eigentlich jedes Spiel sollte eine Grumpy Ede Edition haben. Ja. Mit Rücken. So, ich habe jetzt auf diesen Dash habe ich mal zwei Punkte drauf gesetzt. Habe ich nämlich gestern im Video gesehen. Warte mal, war das jetzt derselbe, den ich auch gemacht habe? Wie, was? Oben rechts habe ich einen Punkt verteilt und die anderen zwei auf diesem Dash. Okay, dann also Leap Smash. Den Rennen, genau, dieses Rennen. Mal gucken. Okay. Also, mach mal den Leap. Hauen ist auch mit dem rechten Trigger oder what? Ja, also hauen ist rechts und wie gesagt, Essen habe ich nicht gerafft. Springen ist A und zweimal springen ist natürlich so eine... Ich habe dich eigentlich nur angeschrien die ganze Zeit, weil ich es lustig fand, aber du weißt, dadurch wirklich nicht was... Ich habe nichts gerafft, Mann. Ich habe nichts gerafft. Das ging alles viel zu schnell. Es war im Grunde die andere Seite der kurzen Schlachten, die wir vorher hatten, dass man sich denkt, warum ist das Monster so blöd? Und jetzt versteht man, weil es einfach echt schwer ist. Weil es zum ersten Mal. Ich glaube, man muss wirklich abhauen, so wie es auch schon gesagt wurde von Annabelle. Und sich dann ab und zu mal ein Monster schnappen, bis man stärker ist. Man kann sich nicht direkt mit sechs Monstern anlegen, auch wenn man größer ist. Das hast du ja gesehen, es war ziemlich heftig. Die haben auch was eingesteckt, die kleinen Viecher. Auf jeden Fall. Naja. Ich bin sehr gespannt. Ich frage Bell einfach, wie isst man denn Bell? Glaube, es war R1 oder so, aber Dankeschön. Du bist es ja wahrscheinlich gleich angezeigt. Ja, aber was hält uns auf? Mr. Toast CZ. CZ Tschechien, oder was? Also, der ist es, oder? Der hält auf, weil er rot hat, gell? Wahrscheinlich hat er vergessen zu drücken. So, 10 Sekunden noch. Und dann geht's aber los. Ich bin gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich das Monster spiele. Alles, was ich noch weiß, ist das The Kraken. Das kann man freistellen. Dieses Cthulhu-artige mit den Rüsseln, der ist ziemlich geil.
Kann man freispielen, meinst du? Kann man freispielen, habe ich gesehen, aber die Alpha endet ja leider heute Abend. Das Spiel kommt übrigens für euch im Februar raus. Ja, also das ist noch ganz schön lange eigentlich. Also ja, irgendwie, aber auf der anderen Seite, ey, aber was für krasse Titel jetzt gerade rauskommen. Stimmt, also, aber überlegt mal nur mal kurz, wie es Kojima macht mit Metal Gear oder so, dass sie, oder auch mit Gran Turismo, dass sie eine kleine Alpha im Grunde schon mal vorher verkaufen, weil sie wissen, dass es noch ein halbes Jahr dauert und die Leute jetzt ein bisschen was spielen wollen. Und das wäre doch geil. Du würdest jetzt 5 Euro zahlen, einfach nur um den Prozess ein oder zwei Maps. Nee, ich muss gar nicht den Prozess. Ich will nur ein oder zwei Maps mit ein oder zwei Monstern. Ja. Und dafür zahle ich 5 Euro. Und dann kann ich schon mal 3 Monate spielen, um diese Sucht, die jetzt angefixt ist, schon mal ein bisschen zu befriedigen. So mein Methadon. Das passt. Das machen ja relativ viele über Steam. Monsterdom, schön. Ist nur ein bisschen Monster. Ist nicht 100% Monster, aber es reicht, um den Affen wegzukriegen auf der Schulter. So, ja. ich spiele. Monsterdom. Erstmal schleichen. Ja. Das habe ich mitbekommen. Mach es. Aber kann ich denn runterspringen, um zu schleichen? Nee, ne? Runterspringen kann ich trotzdem. Ich springe erstmal runter und jetzt schleiche ich. Ja, die Vögel, musst du aufpassen. Und am besten durchs Wasser. Ja, lauf durchs Wasser direkt. Mach das mal. Vertrau mir. Nee, ich schleiche. Nee, okay, geh lieber über die Brücke. Wo Licht sogar ist. Doch über die fucking Brücke. Warum gehst du über? Bist du ein Fußgänger oder was? Nein. Geh doch nicht. Jetzt, wie du da läufst. So. Wie so ein Sonntag-Ausflug machst du das. Genau, das ist mal hier. Das ist die Attitüde. Schön Agro-Tunes. Essen. Ich will essen. Essen. Ja, das ist nämlich das Ding. Ist gar nicht so einfach. Ich will einfach nur essen. Probier mal R1, oder geht das nicht? Ah. Ist es R1? Nee, Left Trigger. Aber wahrscheinlich haben sie mich jetzt auch schon wieder gehört. Das ist scheiße. Ja, mach den noch schnell und dann hau ab. Und versteck dich. Ich glaube, das brauchst du mal. Irgendein Versteck. Und gut, wäre Wasser. Vögel, scheiße. Ja. Das ist gut. Shit, das ist nicht gut. Hau da rechts hoch und geh da rein. Ey, du brauchst, irgendwas ist da rechts. Hoch, spring. Left Trigger. Okay. Hab ich gerade gar nichts drauf, ey. Doch, du bist aber immerhin noch am Leben. Ey, du brauchst irgendwas zum Verstecken, wirklich. Das bringt nichts bei dir. Ich hab das Gefühl, als ob die dir ganz dicht auf den Fersen sind. Oh nein, oh, Vögel. Oh shit. Ey, der hakt hier. Hau ab, Junge. Ey, du musst unbedingt irgendwie mal abhauen und mehr, und also den Kokon oder wie das heißt, und mutieren. Ja, ich will versuchen. Ja, ich weiß, klar, aber du läufst gerade mehr so nur rum, so. Ja, ich... Andererseits machst du es besser als ich. Aber das ist ja nicht überraschend. Oh, ich Idiot, komm jetzt. Ey, das Drecksvieh, bleib doch hier, lass dich doch jetzt mal essen. Vögel, nein. Und du musst mal rauskriegen, wie du schleichst. Ja, weiß ich auf B, aber ich... Weil dann machst du ja auch keine Fußstapfen, weil du machst permanent Fußstapfen, wenn du läufst hier. Und weißt ja, wie das ausgeht. So. Essen. Alles essen, schnell. Oh, du hast es fast fertig. Hau ab! Shit. Alter, du hast es beinahe geschafft, hau ab! Oh, renn! Shit. Nein, jetzt haben sie dich. Jetzt musst du hier... Genau, jetzt musst du den Leap machen oder das Rennen. Ich weiß nicht wie, aber... Ja! Das war ja komisch. Scheiße! Nee, hier, da drauf. Oh, ich krieg nichts hin! Ja, aber der eine hat die Hälfte nur noch. Den hol ich jetzt. Hol dir wenigstens mal einen, komm. Ja, komm jetzt. Oh, shit, ey. Da! Den! Eieieiei. Du musst das Kabel, was sich da festhält, alle machen. Ah, ist hochgeflogen. Wo hier, ist das er? Kabel. Nee, ich will nur den kleinen hier. Ja, nur der hält dich ja fest damit. Alter. Mach nochmal das Rennen oder so, du hast ja extra eingekauft. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß nicht. Hab ich den, okay. Ja. Ja, hat nichts gebracht. Oh Gott, das ist alles so hektisch und wackelig. Wer hätte gedacht, dass Monster sein so ein Problem jetzt ist? Tot! Den tot, kriegst du noch tot, tot! Aber der wird geheilt. Der Drecksack ist geheilt. Guck, er ist voll geheilt. Bam! Ey, du kriegst ihn nicht. Er ist einfach geheilt. Oh, die machen dich fertig. Nee. Doch. Nee. Oh, du bist schon rot und wütend und alles. Jetzt hau ab. Die Kuppel ist weg, hau ab. Aber du kannst nicht. Das Harpun-Gabel, von dem ich dich Harpun schon seit
eine Minute warne. Es ist, ja, es ist immer noch da. So, hau doch jetzt mal ab. Ich will! Nein. Ich will! Ey, aber du hast dich wirklich geschlagen. Nicht immer, gut geschlagen, aber geschlagen. Immerhin habe ich mich geschlagen, ja. So viel kann man sagen. Ich würde sagen, das war fantastisch. Ja, das war gut, kleine oder? Nette Session, kleines Alpha-Tier. Ja. Ist gut. War schön. Ich bin noch aufgeregt. Schöne Alpha. Ja, genau. Schönes Spiel. Genau, ich glaube, das ist also Einblick auch. Und ich finde, wir haben auch gut was gezeigt. Es waren jetzt keine taktischen Meisterwerke, nee. Raffinessen auch nicht. Aber wir haben, wie ihr gesehen habt, auch viel Spaß gehabt und darum geht's ja. Genau. Das kann man, glaube ich, echt sagen. Evolve, eines von uns auf jeden Fall meistgewünschtesten und erwünschtesten Titel des nächsten Jahres. Einfach, weil wir wissen, dass es sehr viel Spaß machen wird. Die Alpha hat das jetzt schon mit Bravour bewiesen, auch wenn wir nur 4 kleine Matches gemacht haben. Aber bereits auf der Gamescom hat es uns eigentlich schon gekriegt, das Spiel. Ne? Also muss man echt sagen, ja. Das ist so mit Headsets auf etc. Wir hatten dann noch so eine Art Intercom irgendwie, also mit Teamspeak. So ist eigentlich so. Alter, das hat sich so gut angefühlt. Ja. Klar, nicht jeder hat so eine Gamescom gerade mal bei sich zu Hause. Ja, und manche ist edel. Also es ist auch nicht jeder im Team ist jetzt gleichwertig zu behandeln. Nee, das stimmt natürlich gewesen. Auch wieder. Manche haben den Eindruck auch eher geschmälert, den Gesamteindruck. Das stimmt natürlich, Aber stimmt ja, im natürlich. Grunde hast du recht. Ein tolles Spiel, das nur von Leuten geschmälert werden kann, die sehr schlecht in ihm sind. Das kann aber auch Spaß machen, je nachdem, welche Position man in diesem Kosmos einnimmt. Aber trotzdem, als Monster würde ich mich über Ede auch freuen. Also, High five! Lieb Smash 5! Er sitzt zu Hause mit seinem Eric und seinem Elektro-Dinger und zappelt nur so und kriegt aber, wird leicht vibriert dabei und kriegt Muskeln. Hallo Eddie. Wird er niemals bis hierhin gucken, weil er hat den Adblock an. Der Eddie. Der stimmt. Das Video läuft bei ihm wahrscheinlich gar nicht bis zum Ende. Wir kennen die Probleme. So ist Leute, wir haben jetzt noch eine Runde Spaß. Ihr habt einen schönen Abend und bis bald. Wir werden wieder mehr spielen. Das ist der Plan. Auf Wiedersehen. Tschüss. Apropos, tschüss.